Bist du Jakob? Bei Fuß, Morhold. Platz. Wer will das wissen? Ein Hexer. Ich habe deinen Aushang gesehen. Warte mal. Ein Hexer, sagst du? Wie in Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold. Was für ein Glück! Weißt du, keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist. Die verfluchte Dame aus der Sage. Aber du könntest den Fluch brechen. Bist du nicht zu alt, um an Gute-Nacht-Geschichten zu glauben? Soll ich dir das Maul stopfen, Hexer? Wie alt ich bin, geht dich ein Schweinefurz an. Die Runde geht an dich. Und woran du glaubst, geht mich auch nichts an. Gut, dass wir uns einig sind. Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Morhold hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen, sie tief im Stamm vergraben. Verflucht noch eins, da ist auf einmal Blut rausgequollen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Aber dann wurde es mir klar. Das steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luchsfelsen. Lass mich raten. Aus Herreras Sagen und Legenden? Darauf kannst du einen lassen. Zweite Auflage, erweitert. Oktavformat. Ich kenne die Geschichten auswendig. Meine Oma hat sie mir vorgelesen. Bestimmt von vorne bis hinten. Und auch die Nachschrift. Du hast mich neugierig gemacht. Glaubst du wirklich, die alten Geschichten sind wahr? Willst du mich verarschen? Hältst du mich für blöde? Nein, es sind nur finstere Zeiten. Da ist kein Platz für Ritter reinen Herzens oder glückliche Enden. Leute wie du sind selten geworden. Ja, stimmt. Die Zeiten sind beschissen. Aber für mich ist das ein Grund mehr, mich an die Geschichten zu erinnern. Meine Oma würde sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, denk an den Ritter zum Schach und die edle Alondra und frag dich, was sie tun würden. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, selbst wenn ich es wollte. Lass mich den Baum mal ansehen. Aber vorsichtig. Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Und? Was hast du erfahren? Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Der Holzfäller war schnell. Merkwürdig. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Meine Hilfe ist nicht umsonst, weißt du? Du redest mit einem einfachen Holzfäller. Ich hab kein Geld. Einverstanden. Ich zahle, sobald die junge Maid befreit ist.
Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luchsfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag, Nacht für Nacht, hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt, das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe, die Sehnsucht. Du musst auf den Luchsfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich gebe dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer.